alle, die Sie hier gekommen sind, die ehrwürdigen Herren Alumnen aus dem Klerikalseminar, Sie alle, die Sie sich an diesem Samstagnachmittag Zeit genommen haben, um einem geistlichen Vortrag zu lauschen, beizuwohnen, der zu einem aktuellen Thema gehalten wird, nämlich dem Thema des priesterlichen Zölibats. Wie Sie schon in Ihren einleitenden Worten zitiert haben, von der Gegenseite, so sage ich das auch immer, sage mir, wer dich lobt und ich sage dir, wer du bist. Umgekehrt natürlich gilt, viel Feind, viel Ehr, und von der linken Journalie geschmäht zu werden, muss man heute stolz tragen, wie wenn man früher einen Orden an die Brust geheftet bekommen hätte. Denn wir wissen, dass es heute tatsächlich um eine Auseinandersetzung geht, die auf Leben und Tod geht. Es ist interessant, ich habe es vorhin von Gläubigen erfahren, dass heute hier in dieser alten Bischofsstadt des heiligen Wolfgang die Freimaurer ihren Aufmarsch im Stadtzentrum gemacht haben, wo sie sich heute aus ihren dunklen Löchern herausgewagt haben und ihren vollen Festtagsornat offensichtlich mit Schurz und Kelle durch die Stadt gezogen sind. Nun, es ist interessant, dass heute die Gegenkirche, die Synagoge Satans, sich bereits ganz offen zeigt. Es ist auch sicherlich irgendwie symptomatisch, dass gerade hier, fast schon an Don Camillo und Peppone erinnern, die deutschen Kommunisten sich soeben hier in diesem Saal getroffen haben und gewissermaßen unsere Vorgänger in diesem Raum gewesen sind. Als ich hier vor 31 Jahren Student war, da waren diese Leute noch jenseits des Eisernen Vorhanges in der Ostzone und da war Kommunist in Regensburg eher so ein Relikt aus der Weimarer Republik. Da hat man halt gewusst, dass es das auch einmal gegeben hat und dass heute 1980 hinter dem Eisernen Vorhang 18 Millionen unserer Landsleute unter der kommunistischen Diktatur zu leiden haben und weitere zig Millionen im Ostblock. Dass heute der rote Drache bei uns im Land der Patrona Bavaria wieder sein Haupt erhebt, ist erschütternd. Es ist nicht nur irgendwie komisch, sondern es ist wirklich erschütternd, dass auf diese Weise sich die Perestroika vollzieht. Perestroika, Gorbatschow hat damals darauf hingewiesen, bedeutet letztlich nichts anderes als Umgestaltung. Umgestaltung im Ostblock und schön langsam werden heute wir umgestaltet. Und jene, die gemeint und geglaubt haben, dass der Kommunismus ad acta zu legen ist, hat sich getäuscht. Kommunismus ist nicht tot. Er lebt unter anderen Voraussetzungen weiter. Er lebt unter anderem Deckmantel weiter. Und wir erleben heute geradezu die Etablierung einer neuen totalitaristischen Weltordnung, die von der Freimaurerei, die nichts anderes als ein kommunistisches Werkzeug ist, ins Zeug gesetzt wird, der Novus Ordo Seclorum, von dem bereits die Dollarbanknoten Zeugnis gaben, der letztlich angestrebt wird durch das Illuminatentum, das leider Gottes, wir müssen es zugeben, bei uns in Bayern seine ersten Wurzeln hatte mit Weishaupt in Ingolstadt und das über Amerika heute die ganze Welt mehr oder weniger infiziert hat. Es ist das nicht mehr das Licht, von dem der Heiland heute im Evangelium spricht, sondern es ist dies das Licht, das Luzifer in diese Welt gebracht hat. Ein Licht, das den Menschen blendet und ihn von der Wahrheit abhält, wohingegen das Licht Christi den Menschen zu Gott hinführt. Meine lieben Freunde, wir gehen einer neuen Diktatur entgegen, die sich auf leisen Sohlen uns nähert und die unter dem Vorwand der sogenannten politischen Korrektheit alles niederwalzt und alles niederschlägt, was sich ihr entgegenzustellen wagt. Wer heute eine vom offiziellen Zeitgeist publizierte Meinung nicht annimmt oder es sogar wagt, ihr öffentlich zu widersprechen, wird zwar momentan noch nicht abtransportiert und in ein Lager oder ein Gefängnis gesperrt, aber er wird sozial geächtet und er wird auf diese Weise unmöglich gemacht und vielfach auch seiner beruflichen Möglichkeiten beraubt. Und deswegen sehen wir, wie die Ideologie der französischen Revolution, die sich in der Egalité auszudrücken pflegte, neben der Fraternité und der Liberté eine Gleichheit verlangt, eine Gleichschaltung verlangt, die letztlich diktatorische Ausmaße angenommen hat. Von Freiheit ist hier nicht mehr die Rede. Die einzige Freiheit, die heute noch postuliert wird, ist die
totale Freiheit von Gott und damit die Freiheit von allen überkommenen naturrechtlichen Bindungen, die der Mensch üblicherweise zu erfüllen hat. Aber die Freiheit des Andersdenkenden, die die wahre Freiheit ist, wird heute bei uns nicht mehr gewährleistet, sofern jemand es wagt, im Namen der Kirche, im Namen Christi zu sprechen und jene Grundforderungen einzufordern, die ganz einfach das Evangelium beinhaltet und eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden katholischen Christen sind. Hier gibt es auch keine Brüderlichkeit mehr. Die Brüderlichkeit, die wir in der heutigen sich anbahnenden Weltdiktatur erfahren, ist die Brüderlichkeit des Jakobinertums. Willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Wer sich entgegenstellt, wird ausgemerzt. Und die Gleichheit? Nun, die Gleichheit bedeutet Gleichschaltung. Jeder, der es wagt, durch seine Äußerungen, durch seinen Lebensstil, durch seine Kleidung, durch sein Verhalten, den offiziell verordneten Zeitgeist zu widersprechen, wird mit allen Regeln der Kunst bekämpft und zum Schweigen gebracht. Und deswegen, meine Lieben, erklärt sich, warum heute ein solcher Sturm gegen den priesterlichen Zölibat entbrannt ist. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Nachmittags. Es regen sich jene Leute über den Zölibat auf, die ihn weder versprechen, geschweige denn halten müssen. Der Zölibat ist zu einer Anklage unserer hedonistischen Spaßgesellschaft geworden, die den Menschen einredet, dass der eigentliche Sinn und Zweck unseres Daseins der ständige, tägliche, neue Lustgewinn ist. Vor allen Dingen der sexuelle Lustgewinn, der mittlerweile perverse Ausmaße angenommen hat, die die Entgleisungen der alten Griechen und Römer und Sodomas und Gomorras noch bei Weitem in den Schatten stellen. Diese Leute also sind es, die sich am priesterlichen Zölibat reiben und die mittlerweile in die Kirche eingedrungen sind. Gerade der große Bischof von Regensburg, Rudolf Graber, zu dessen Zeiten ich ja noch studieren durfte, hat in seinem vortrefflichen Büchlein Athanasius und die Kirche unserer Zeit, das ich auch heute noch wärmstens zur Lektüre empfehle und das auf dem Schriftenstand aufzulegen, ich nur dringend empfehlen kann, es ist auch in einer Neuauflage mittlerweile erschienen, hat in seinem Buch diese Geschichte der Unterwanderung der katholischen Kirche durch die Freimaurerei seit der Französischen Revolution klar und deutlich herausgestellt. Nachdem die Parole ausgegeben wurde, écrasez l'infâme, rottet sie aus, die Ruchlose, und das war die Hassparole der Freimaurer gegen die römische katholische Kirche, wurde mit allen Mitteln versucht, die Kirche Christi auszurotten. Wir erinnern daran, dass im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hunderttausende Katholiken in der Vendée abgeschlachtet worden sind. Wir erinnern daran, dass im Namen einer klassenlosen gleichen Gesellschaft des Bolschewismus Millionen Christen und Katholiken ermordet worden sind. Wir erinnern daran, dass in der Diktatur des Nationalsozialismus, die letztlich auch eine Stieftochter des Bolschewismus ist, Tausende und Abertausende Priester in die Konzentrationslager inhaftiert wurden, viele umgebracht worden sind um ihres katholischen Glaubensbekenntnisses willen, und hätte diese Diktatur den Sieg davongetragen, dann wäre sie mit Sicherheit den kommunistischen Verbrechen in nichts nachgestanden. Alles das sind Zeichen für uns, wie sehr die Gegenkirche, die Loge, die Synagoge Satans die Kirche Christi hasst und mit welchen Mitteln sie versucht, ihr Ziel zu erreichen. Aber letztlich gilt auch in der Gegenwart Sanguis Martyrum, Semen Christianorum. Das Blut der Märtyrer ist der Same stets neuer Christen. Und so besann man sich auf ein anderes Mittel, um gegen die Kirche zu opponieren. Ein Mittel, das wirklich einen teuflischen Plan zum Ausdruck bringt, denn man wollte systematisch die Kirche von innen unterwandern, infiltrieren, um auf diese Weise das von innen zu erreichen, was man von außen nicht bewerkstelligen konnte, nämlich die Zerstörung der Braut Christi, die Zerstörung der heiligen römisch-katholischen Kirche. Abirokar und andere Hochgrad-Freimaurer der Alta Vendita, von denen Bischof Rudolf Graber in seinem Buch Athanasius und die Kirche unserer Zeit spricht,
haben es damals klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Die neue Kirche muss eine liberale Kirche sein. Sie muss sich mit den anderen Religionen versöhnen. Sie darf keinen Absolutheitsanspruch mehr stellen. Es bedarf eines allgemeinen Konzils, um die Liturgie umzumodeln und zu den vermeintlichen einfachen Grundformen der apostolischen Zeit zu führen. Und schon im 19. Jahrhundert sagt der nämliche abgefallene Priester, Abbé Rocard, dass es darum gehen müsse, den priesterlichen Zölibat abzuschaffen, zunächst indem man ihn freistellt, dann ihn vollkommen zu beseitigen und auf diese Weise die Stellung des Klerus zu ruinieren und die sakrale Person des Priesters den bürgerlichen Existenzen gleichzuschalten. Wenn wir diese Worte Abbé Rocards uns in Erinnerung führen, dann wissen wir, woher es kommen kann, dass heute das ständige Anhetzen gegen den Zölibat ja zunächst nicht von außen kommt, sondern immer und immer wieder von innen kommt. Das heißt, ähnlich wie in Troja ist das trojanische Pferd seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts inmitten der Kirche aufgestellt und sind die feindlichen Truppen unter der Tarnung ihrer Tarnkappen eingedrungen, um in der Kirche zum ständigen Aufruhr, zur ständigen Revolution zu hetzen und auf diese Weise den ständigen innerkirchlichen Bürgerkrieg anzuheizen, der seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil spätestens ausgebrochen ist. Seitdem können wir sagen, haben wir eigentlich ein latentes Schisma in der Kirche. Eine latente Kirchenspaltung, die heute, vor allen Dingen auch im Vorfeld des Besuchs des Heiligen Vaters in Deutschland, immer klarere Formen annimmt. Wenn Sie die Presse betrachten und verfolgen, dann wird Ihnen auffallen, kaum gibt es irgendeine positive, segensreiche Initiative, kommt aus dem Inneren der Kirche heraus der nächste Querschuss, der nächste Seitenhieb und schon springt die weitgehend gleichgeschaltete Presse des Systems auf, um sich all diese Dinge zu eigen zu machen und sie großartig unter das Volk zu bringen und die nächste Kampagne zu starten. Nun, zurzeit ist es wieder einmal der Zölibat. Ich habe schon angedeutet, dass es vor allen Dingen jene Kräfte sind, die ihn ja nicht zu halten brauchen. Es sind aber auch immer die gleichen verlogenen, falschen Argumente, die gegen den Zölibat vorgebracht werden. Sie werden es immer und immer wieder lesen, dass behauptet wird, Zölibat sei ein rein positives Kirchengesetz, das im Mittelalter, genauer gesagt bei den Laterankonzilien eingeführt worden sei, und damit eine Neuerung erbracht habe, die es vorher in der Kirche so nicht gegeben habe. Das ist grundfalsch. Das ist eine reine Lüge und niemand, der sich als Akademiker oder als Mensch mit einer halbwegs ausgeprägten Bildung wagt, so einen Unsinn zu verbreiten, ist eigentlich seiner akademischen Würde unwürdig. Denn die akademische Würde bedeutet ja, dass wir den Menschen die Wahrheit weitergeben. Und die Wahrheit ist eben nicht, dass der Zölibat erst im Mittelalter eingeführt worden sei. Niemals gab es in der Kirche etwas Vergleichbares, dass die Päpste Neuerungen eingeführt hätten. Das ist erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil üblich geworden. Vorher galt in der Kirche der eherne Grundsatz, nil novum, nisi traditum. Also nichts Neues, außer das, was überliefert worden ist. Und meine Lieben, nove, non nova, also das Evangelium immer neu verkünden, aber kein neues Evangelium verkünden. Das ist der katholische Grundsatz. Und deswegen hätte niemals ein Papst in der Kirchengeschichte gewagt, eine so ungeheuerliche Neuerung wie das Zölibatsgesetz einfach einzuführen, wenn es nicht schon die apostolische Tradition gewesen wäre. Nicht nur die apostolische Tradition, sondern das Evangelium selbst ist es, das uns an die priesterliche Ehelosigkeit gemahnt und erinnert. Im Matthäus-Evangelium, 19. Kapitel, lesen wir, dass die Jünger den göttlichen Heiland nach der Ehe fragen.
ist es erlaubt, seine Frau aus jedem beliebigen Grunde zu entlassen. Jesus aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anbeginn als Mann und Weib geschaffen hat und gesagt hat, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die beide werden ein Fleisch sein? Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Moses vorgeschrieben, einen Scheidebrief auszustellen und sie zu entlassen? Er antwortete ihnen, wegen eurer Herzenshärte hat Moses euch erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Ursprünglich aber war es nicht so. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn die Sache des Mannes gegenüber der Frau so steht, dann ist es gut, nicht zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib an so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten wurden, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Aus dieser Stelle beim heiligen Matthäus sehen wir klar und deutlich, dass Zölibat als gottgewollte Ehelosigkeit einerseits und das Sakrament der Ehe in einem unlösbaren Zusammenhang zueinander stehen. Denn zunächst, bevor der Heiland dieses Wort von der gottgewollten Ehelosigkeit spricht, legt er die Ehelehre des neuen Bundes dar. Den Juden war es aufgrund ihrer Herzenshärte erlaubt, ihren Frauen einen Scheidebrief auszustellen, ihre Frauen zu verstoßen und eine andere zu heiraten. Denn das war die Ehe des alten Bundes, der ein vorläufiger Bund war. Die Ehe im neuen Bund aber ist ein Sakrament. Und sie ist die Darstellung des Bundes Christi mit der Kirche. Unser Herr Jesus Christus hat nur eine einzige Kirche gegründet. Das muss man in dem Zeitalter des Ökumenismus immer wieder neu unterstreichen. Und diese einzige Kirche ist die Kirche, die auf dem Felsen Petri errichtet ist. Also ist die Ehe im neuen Bund als Abbild dieses Bundes Christi mit der Kirche eine monogame Ehe und keine polygame. Ein Christus, eine Kirche, ein Mann, ein Weib. Der neue Bund ist der ewige Bund. Und deswegen kann die Ehe als Abbild des neuen und ewigen Bundes unter Getauften von keiner irdischen Macht mehr aufgehoben werden, wenn sie einmal gültig geschlossen und vollzogen ist. Und da fragen nun die Jünger, wenn das so ist, ist es dann nicht besser für den Mann? Und sie denken natürlich jetzt auch an sich selbst, die sie in der Nachfolge Christi stehen, wenn er gar nicht heiratet. Und die Antwort des göttlichen Meisters haben wir gehört. Für einen Juden eine ungeheuerlich provokative Antwort, die auch schon das Neue des neuen Bundes zeigt. Denn der jüdische Mann musste spätestens bis zu seinem 20. Lebensjahr verheiratet sein, denn es war ja seine Aufgabe, Kindern das Leben zu schenken, Kinder zu zeugen, um auf diese Weise auch das Kommen des Messias herbeizuführen. Im neuen Bund, wo der Messias gekommen ist, ist es nicht mehr unsere primäre Aufgabe, Kinder zu zeugen, sondern das ewige Leben weiter zu schenken, in den Sakramenten. Und deswegen ist derjenige, der Christus nachfolgt, gerufen, alles hintanzustellen und einzig und allein dieser Aufgabe zu obliegen. Seine Aufgabe ist es, nicht mehr eine irdische Familie zu führen. Seine Aufgabe ist es, nicht mehr Kinder zu zeugen, sondern seine Aufgabe ist es, das Evangelium zu predigen und damit die geistliche Wiedergeburt vorzubereiten, die sich in der heiligen Taufe vollzieht und die durch das priesterliche Wirken bis in die letzte Stunde des Daseins auf Erden hinein begleitet, wieder aufgerichtet, gestärkt und gesegnet wird. Und deswegen verstehen wir, wenn der Herr sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Es gibt solche, die von Haus aus zur Ehe unfähig sind. Es gibt solche, die von den Menschen eheunfähig gemacht werden.
Und es gibt solche, die sich selbst aus freien Stücken der Ehe enthalten, um des Himmelreiches willen. Wenn die Apostel an einer anderen Stelle fragen, Herr, wir, die wir alles aufgegeben haben, Kinder, Äcker, Frau, Vermögen, was wird uns einmal zuteil werden? Was kriegen wir dafür? Und die Antwort des göttlichen Heilands ist klar und deutlich. Ihr, die ihr alles verlassen habt, werdet das Hundertfache auf dieser Welt bekommen und das ewige Leben dazu. Und das ist es, meine Lieben, was die Fruchtbarkeit des katholischen Priesters ausmacht. Er ist nicht Vater einer kleinen Familie von 2 oder 3 Kindern. Er ist der Vater einer Pfarrgemeinde. Er ist der Vater vielleicht von tausenden Menschen, die sich bei ihm Rat holen im Laufe seines priesterlichen Lebens. Er kann heute vielleicht über die modernen Medien oder über das Internet Millionen erreichen und ist damit Vater in einer ganz anderen Art und Weise, als es der irdische Familienvater jemals sein könnte. Der katholische Priester kennt auch die Probleme und die Sorgen und Nöte unserer Familien. Es ist ein altes protestantisches Schlagwort, das der Liberalismus heute begierig wieder aufgreift, wenn man sagt, der katholische Priester könne in den Familienfragen keine Ratschläge erteilen, weil er ja selber nicht verheiratet sei. Meine Lieben, das wäre genauso gut, wie wenn man sagen könnte, der Arzt im Spital kann einen Krebspatienten nur dann behandeln, wenn er selbst auch schon eine Chemotherapie hinter sich hat. Ein Unsinn. Vor allen Dingen sagen es uns heute moderne Psychologen und Psychiater, dass gerade das Problem etwa in der Familienbetreuung für Verheiratete darin liegt, dass man automatisch seine eigene Familiensituation auf ratsuchende Familien und Eheleute projiziert und überträgt. Eine ganz normale Sache. Wir Menschen urteilen immer von unserem eigenen Erfahrungshorizont auf andere. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Priester vielleicht eine glückliche Ehe führt und er wird mit Eheproblemen konfrontiert, dann wird er sich vielleicht denken, mein Gott, wie dumm diese Menschen sind, dass sie das nicht schaffen, was mir so mühelos gelingt. Oder umgekehrt, wenn er eine unglückliche Ehe führt, könnte er auch sagen, ich glaube nicht, was die da sagen, denn bei mir funktioniert es ja auch nicht und das ist ja alles nur schöner Schein, der hier vorgegaukelt wird. So aber wird der Priester tagtäglich mit den unterschiedlichsten Problemen konfrontiert und kann sich damit natürlich auch ein eigenes Bild machen, ein Bild, das viel, viel differenzierter ist als jenes Bild, das man rein aus der eigenen persönlichen Erfahrung sich zurechtgeschneidert hat. Der Priester ist also Vater der Seinen. Und er ist damit ein Ratgeber, er ist damit jemand, der berufen ist, für die anderen da zu sein. Er ist damit jemand, der um des Himmelreiches Zeugnis ablegt, dass das Leben auf Erden nur ein vorübergehendes ist, ein vorläufiges ist. Er legt Zeugnis davon ab, dass es nach der Zeit ein ewiges Leben gibt, zu dem wir unterwegs sind, zu dem wir berufen sind und zu dem zu streben letztlich unsere Aufgabe ist. Sie alle, die Sie noch den guten alten Katechismus in der Schule gelernt haben, werden noch wissen, was die erste Frage war. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, Gott zu erkennen, ihn zu dienen, ihn zu lieben und auf diese Weise einmal ewig bei ihm selig zu sein und in den Himmel zu kommen. Dafür sind wir da. Und heute möchte man dem Menschen den Blick auf das Paradies, auf das Jenseits, auf die Ewigkeit verstellen. Man möchte den Menschen vor allen Dingen auch die große Wirklichkeit der Hölle vorenthalten, um ihn auf diese Weise vor jeglicher sittlichen Besserung zu bewahren. Denn es kann ja jeder heute tun und lassen, was immer er will. Wir kommen ohnehin alle in den Himmel, wie es der modernistische Liberalismus sagt. Das ist ein großer, verhängnisvoller Irrtum. Schwester Lucia von Fatima hat einmal gesagt, Himmel und Hölle existieren unabhängig davon, ob wir daran glauben. Und es ist unsere Aufgabe, vor allen Dingen als Priester, gerade auch durch das zölibatäre Leben,
durch den Verzicht auf das Glück von Ehe und Familie darauf hinzuweisen, dass es noch ein höheres Gut gibt als Ehe und Familie, nämlich Gott, und dass es letztlich wert ist, um dieses höheren Gutes willen auch auf das hohe Gut von Ehe und Familie zu verzichten. Nun sagen manche, ja, der göttliche Heiland spricht hier, wem es gegeben ist, er soll es tun. Aber er hat daraus kein Gesetz gemacht. Und manche berufen sich in diesem Zusammenhang gerne auf eine Stelle beim heiligen Paulus im Timotheusbrief, wo es unter anderem hier über den Bischof heißt: Zuverlässig ist das Wort, wenn einer nach dem Amt des Vorstehers trachtet, erstrebt er einen edlen Beruf. Der Vorsteher aber muss sein, untadelig, eines Weibes Mann, nüchtern, besonnen, vollwürdiger Haltung, gastfreundlich, lehrtüchtig, nicht dem Trunk ergeben, nicht streitsüchtig, sondern gütig, nicht zänkisch, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Hauswesen trefflich vorsteht und seine Kinder in Zucht und in aller Sittsamkeit hält. Denn wenn einer dem eigenen Hauswesen nicht vorzustehen weiß, wie wird der für die Gemeinde Gottes Sorge tragen? Aus diesen Worten des heiligen Paulus an Timotheus schließen nun manche, dass es doch in der Urkirche offensichtlich verheiratete Kleriker, Priester, ja sogar Bischöfe gegeben hat. Und wir können nur sagen, natürlich hat es diese verheirateten Bischöfe, Priester und Kleriker gegeben. Aber, und jetzt kommt das große Aber in diesem Zusammenhang, es ist vor allen Dingen auf jenen Punkt Acht zu geben, warum sagt denn der heilige Paulus eigentlich, dass der Vorsteher, das heißt also der Priester oder Bischof, nur eines Weibes Mann sein durfte. Er durfte nur einmal verheiratet sein. Die moderne Zölibatsforschung, und ich darf in diesem Zusammenhang nur das ausgezeichnete Buch von Haidt über den priesterlichen Zölibat nennen und auch das hervorragende Opusculum des Kardinals Stickler. Die moderne Zölibatsforschung hat nämlich im Osten wie im Westen herausgefunden, dass in der alten Kirche ab dem Empfang der höheren Weihen die strenge Enthaltsamkeit zum Gesetz gemacht wurde. Das heißt, es wurden wohl verheiratete Männer geweiht, was auch gar nicht weiter verwunderlich ist, denn ich habe Ihnen ja vorher gesagt, dass ein jüdischer Mann mit 20 quasi verheiratet sein musste und damit konnte man eigentlich gar keine unverheirateten Männer in ausreichender Zahl finden. Aber diese verheirateten Männer verpflichteten sich feierlich, sich fortan der Ehe zu enthalten. Und wir finden dazu eine ganze Reihe von frühchristlichen Zeugnissen im Osten wie im Westen. Die Synode von Elvira beispielsweise legt klar und deutlich fest, dass die Kleriker in den höheren Weihen sich der Ehe enthalten müssen und dass kein Kleriker, der eine höhere Weihe empfangen hat, fortan noch heiraten darf. Im 33. Kanon des genannten Konzils von Elvira aus dem 1. Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts heißt es daher: Man stimmt in dem vollkommenen Verbot überein, dass für Bischöfe, Priester, Diakone, das heißt für alle Kleriker, die im Altardienst stehen, gilt, dass sie sich ihrer Ehefrauen enthalten und keine Kinder zeugen. Wer aber solches getan hat, soll aus dem Klerikerstande ausgeschlossen werden. Es ist also mitnichten der Fall, dass in der alten Kirche es der jeweiligen Laune des einzelnen Priesters überlassen gewesen wäre, ob er zölibatär lebt oder ob er verheiratet ist. Das, was heute unsere modernistischen Einpeitscher ständig wiederholen, möge den Zölibat freistellen
und es dem einzelnen Priester überlassen, wie es zu halten gedenkt, hat es in der Kirche nie gegeben. Es wurden wohl verheiratete Männer geweiht, aber sie mussten enthaltsam leben. Und wo sie es nicht taten, wurden sie dafür drakonisch bestraft und wurden aus dem geistlichen Stand verstoßen. Dafür könnte man eine ganze Fülle von Beweisen aus der frühen Kirche heranführen. Wir sehen beispielsweise im Osten, dass sich unter dem Einfluss des zölibatären Priesters ein geradezu ungebremster Zulauf auf das jungfräuliche Leben der Mönche und Nonnen anbahnt. Es ist also wiederum hier durch die moderne Forschung geglückt zu zeigen, dass der Zölibat nicht ein Übernehmen des mönchischen Ideals für den Kleriker ist, sondern umgekehrt, dass durch das zölibatäre Ideal des Klerikers und die zölibatäre Lebensform des Klerikers auch Männer und Frauen, die nicht zum Priestertum sich berufen fühlten, diesem Jungfräulichkeitsideal nachstrebten, vor allen Dingen dann ab der konstantinischen Wende, wo das frühchristliche Ideal des Martyriums als solches nicht mehr zu verwirklichen war und man sich durch die gottgeweihte Jungfräulichkeit voll und ganz zum Glaubenszeugnis für unseren Herrn Jesus Christus zur Verfügung stehen wollte. Im Abendland sehen wir eine ähnliche Entwicklung und es kommt logischerweise dazu, dass man sagt, nun, wenn der Priester, der verheiratete Priester ohnehin seine Ehe nicht mehr vollziehen darf, dann ist es doch besser, wenn man überhaupt nur noch unverheiratete Männer zu Priestern weiht. Und von dem Augenblick an, wo es genügend unverheiratete Männer gegeben hat, wurde es im Abendland mehr und mehr Usus, ausschließlich unverheiratete Männer zu Priestern zu weihen. Und für diese unverheirateten Männer galt selbstverständlich ein strenges Eheverbot, das im Mittelalter erneut strengstens eingeschärft wurde durch die bereits erwähnten Konzilien im Lateran. Es ist also nicht so, dass das Laterankonzil erst die Ehelosigkeit der Priester eingeführt hätte. Die mittelalterliche Kirche war im Westen vielfach entartet, verwahrlost und bedurfte einer dringenden Reform, das heißt, bedurfte der dringenden Wiederherstellung der ursprünglichen strengen Kirchenzucht. Kein Wort ist in den letzten 40 Jahren so missbräuchlich verwendet worden wie der Ausdruck Reform. Reform bedeutet Wiederherstellung einer verloren gegangenen Form. Jede Reform in der Kirche war immer verbunden mit einer strengeren Disziplin, mit einer Rückkehr ad fontes, mit einer Rückführung zur Vätersitte, zum Anfang, zur apostolischen Forma vivendi. Aber eine Reform war nie, wie man es uns in den letzten 40 Jahren anzulügen gedachte, eine Auflösung der kirchlichen Disziplin und eine Übernahme weltlicher Prinzipien und Vorstellungen. Dass die Reformen der letzten 40 Jahre nicht gelingen konnten, war jedem Menschen klar, der sich das Sentire cum Ecclesia bewahrt hat. Wer mit der Kirche denkt und fühlt, der weiß, dass man nicht ohne die Disziplin, die von unserem Herrn und von den Aposteln aufgestellt wurde, ein neues, erblühendes Evangelium herbeiführen kann. Und wenn wir heute vor den leeren Priesterseminarien und Ordenshäusern stehen, wenn wir heute die verwaisten Altäre in unseren Kirchen sehen, die sterbenden Pfarren, den Rückgang auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens in Europa und in unserem Vaterland, dann werden wir Zeuge, wie der Herr es uns vor Augen führt, was er im Evangelium gesagt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt nicht, ohne mich könnt ihr weniger tun. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es braucht schon die Verblendung und Verhärtung eines Pharao, um angesichts der Trümmerwüste der Gegenwart immer noch nicht aufzuwachen und zu erkennen, welche Stunde es geschlagen hat.
Im Mittelalter ist es also, das sind es die Laterankonzile, die eine klare und deutliche Bestrafung bei der Unenthaltsamkeit von Klerikern verlangen. Ich darf Ihnen hier einige Dinge vorlesen, die das Laterankonzil aufgestellt hat. Unter anderem, nicht nur um den Zölibat geht es hier, es geht auch um Trunkenheit bei Klerikern und das Jagdverbot für Kleriker. Sie sehen also schon, dass es hier nicht nur um einen Punkt geht, sondern um eine Erneuerung des geistlichen Lebens überhaupt. Und uns hat man im Priesterseminar gesagt, niemand ist nur in einem Punkt untreu, sondern ein Priester, der in einem Punkt untreu ist, der ist es auch in anderen. Und dort, wo eine Untreue als Ausnahme zugelassen wird, dort ist auch eine andere Ausnahme von der Treue möglich und so entartet der geistliche Stand. Und meinen Schülern erkläre ich das am Gymnasium immer so, ich frage sie immer, wer von euch hat eine Freundin? Und da sagen die meisten natürlich, ja, natürlich habe ich eine Freundin und dann sage ich, eine Freundin kostet Geld. Denn die möchte von dir auch einmal eingeladen werden. Die möchte von dir auch einmal Blumen geschenkt bekommen. Und woher nimmst du das Geld? Naja, ich muss halt Auto waschen gehen beim Papa, dass ich Geld kriege. Sag ich, schau, und ein Kleriker, der sich um eine illegitime Bekanntschaft schaut, braucht auch Geld. Und wo holt er sich das Geld her? Er presst seine Gläubigen aus. Damit ist die Simonie immer die böse Stiefschwester der Unenthaltsamkeit. Und damit sind das die beiden großen Reformanliegen des Mittelalters, nämlich gegen Simonie und gegen die Zölibatsbrüche anzugehen, weil eines das andere letztlich bedingt. Ein Franziskanerpater, der in Bolivien zur Mission gewesen ist, mittlerweile zurückgekehrt ist, hat mir erzählt, er kam dort in Dörfer, wo die Kinder fast zu 100% nicht getauft waren. Und als er diese an sich frommen Indios gefragt hat, warum denn das so sei, bekam er zur Antwort, Hochwürden, weil wir uns das nicht leisten können. Denn unsere eingeborenen Priester haben alle ihre Kepsweiber mit im Tross. Und die verlangen für eine Taufe umgerechnet $100. Das ist das gleiche Geld, was ein Arbeiter dort im Monat verdient. Das können wir uns nicht leisten. In dieselben Situationen, wie es im Mittelalter gewesen ist. Verkauft das Sakrament um Geld, um auf diese Weise die illegitimen Frauenbekanntschaften finanzieren zu können. Dieser Franziskanermissionar hat dann dort alle Kinder selbstverständlich getauft, wurde dann von dem einheimischen Klerus bedroht, dass er die Preise und damit das Geschäft kaputt macht. Meine Lieben, es ist nichts Neues. Es war im Mittelalter nicht anders. Und deswegen ist das Laterankonzil hier massiv und scharf gegen diese Missbräuche vorgegangen. Presbytern, Diakonen, Subdiakonen und Mönchen verbieten wir grundsätzlich, heißt es im ersten Laterankonzil, 21. Abschnitt, Konkubinen zu haben oder Ehen zu schließen. Ferner müssen von diesem Personenkreis bereits geschlossene Ehen nach unserem Urteil der Bestimmung der heiligen Kanones entsprechend geschieden werden und die Betroffenen müssen Buße tun. Warum müssen diese Ehe geschieden werden oder können sie überhaupt geschieden werden, wodurch die Ehe unauflöslich ist? Weil eine solche Ehe nach göttlichem Recht ungültig ist, weil ihm das Hindernis der heiligen Weihe entgegensteht. Also hat hier das Konzil nichts Neues eingeführt, sondern einzig und allein auf die seit apostolischer Zeit bestehenden rechtlichen Grundsätze rekurriert und sie gewissermaßen wieder verlautbart. Beim ersten Laterankonzil geht es dann übrigens auch um Veräußerung von Kirchengut, unrechte Ordinationen und Simonie. Es ist immer dasselbe. Wir haben eine weitere Bestimmung beim zweiten Laterankonzil im 7. Abschnitt. Außerdem folgen wir den Spuren unserer Vorgänger, der römischen Bischöfe Gregor des 7., Urban und Paschalis und bestimmen. Niemand darf die Messe derer hören, von denen er weiß, dass sie Ehefrauen oder Konkubinen haben. Damit sich das Gesetz der Enthaltsamkeit und die gottgefällige Reinheit unter den kirchlichen Personen
und in den höheren Stufen des Ordo ausbreitet, bestimmen wir, Bischöfe, Priester, Diakone, Subdiakone, Regularkanoniker, Mönche und Konversen mit Profess, die ihrem heiligen Entschluss übertreten, also ihren heiligen Entschluss, sie einmal gefasst haben, und es wagen, mit Frauen zusammenzuleben, sollen sich von ihnen trennen. Denn eine solche Verbindung, die offenkundig gegen die kirchliche Regel eingegangen wurde, ist nach unserem Urteil keine Ehe. Auch nach der Trennung voneinander sollen sie für ihre großen Ausschweifungen angemessene Buße tun. Also hier ist es wiederum ganz klar und deutlich ausgesagt. Es ist eine Einschärfung des apostolischen Gesetzes. Es geht vor allen Dingen auch hier noch einmal darüber, dass der ehelose Stand frei gewählt ist. Es gibt keinen Zwangszölibat. Es gibt auch keine Zwangsehe. Und wenn jemand unter Furcht und Zwang verheiratet worden wäre, wäre eine solche Ehe nach kanonischem Recht null und nichtig. Und wenn jemand tatsächlich unter Zwang den geistlichen Stand erwählt hätte, kann man nicht sagen, sondern in ihn eingetreten sein müsste, dann wäre eine solche Sache nichtig. Aber unsere heutigen Zölibatskritiker haben alle freiwillig am Weihealtar ihr Azum gesprochen. Und wie kann es jemand dann wagen zu behaupten, er sei zum Zölibat gezwungen worden? Eine glatte Lüge. Wenn jemand es nicht leben kann und leben will, dann soll er es sagen. Aber er soll nicht behaupten, von der Kirche dazu jemals gezwungen worden zu sein. Und wenn es so gewesen wäre, dann soll er dafür einen kanonischen Prozess führen und die entsprechenden Beweismittel erbringen. Es wird hier noch einmal im 4. Laterankonzil darauf hingewiesen, wie die Bestrafung von Unenthaltsamkeit bei Klerikern auszusehen habe. Damit der Lebenswandel der Kleriker sich zum Besseren wendet, sollen sie alle, zumal als Angehörige der höheren Stufen des Ordo, um ein geschlechtlich enthaltsames Leben bemüht sein. Hüten sollen sie sich vor jedem Laster der Begierde, am meisten vor jenem, um dessen Willen der Zorn Gottes vom Himmel über die Söhne des Unglaubens kommt. Es geht hier gewissermaßen um die widernatürliche Sünde. Damit sie vor dem Angesicht des allmächtigen Gottes lauteren Herzens und reinen Leibes ihren Dienst zu tun vermögen. Damit eine nachsichtige Vergebungspraxis keinen Anreiz zur Sünde bietet, bestimmen wir, alle, die nachweislich vom Laster der Unenthaltsamkeit befallen sind, werden je nach Größe der Sünde gemäß den kanonischen Bestimmungen bestraft, die nach unserer Vorschrift mit mehr Nachdruck und Strenge angewendet werden müssen. So sollen jene, die nicht aus Furcht vor Gott, vor dem Bösen zurückschrecken, wenigstens durch zeitliche Strafen von der Sünde abgehalten werden. Feiert also ein aus diesem Grund suspendierter Gottesdienste, verliert ihr nicht nur die kirchlichen Benefizien, sondern wird wegen dieser doppelten Schuld für immer abgesetzt. Kirchenobere, die solche Leute in ihrem sündigen Lebenswandel, zumal für Geld oder um andere irdischer Vorteile willen, gewähren lassen, unterliegen der gleichen Bestrafung. Was die Kleriker betrifft, die nach regionaler Gewohnheit ihre eheliche Bindung nicht aufgegeben haben, so werden sie im Falle ihres Strauchelns schwerer bestraft, da sie ja in einer rechtmäßigen Ehe leben. Das heißt also, solche, die noch verheiratet sind, aber natürlich zur Enthaltsamkeit verpflichtet, werden schwerer bestraft, wenn sie dennoch dagegen verstoßen. Meine lieben Zuhörer, das ist die Wahrheit über das Laterankonzil. Und die Bestimmungen, die die Kirche hier aufgestellt hat, betreffen nicht nur uns Priester, sondern sie betreffen in einer gewissen Hinsicht auch die Laien. Wir dürfen nicht bei Priestern die Messe hören, wo wir offenkundig wissen, dass sie in sakrilegischer Unzucht leben. Es ist heute ja mittlerweile so weit gekommen, dass manche das ganz offen zugeben. Der Pfarrer Friedl von Linz zum Beispiel hat das klar und deutlich gesagt, dass er mit einem Kepsweib zusammenlebt und dass er nicht daran denke, diese Dame aus seinem Haushalt zu entlassen. Und es ist dies nicht nur ein Fall.
Wenn unsere Bischöfe die Zölibatsverstöße mit der gleichen Rigorosität geahndet hätten, wie sie jene Priester verfolgten, die nach dem Konzil an der überlieferten Heiligen Messe festgehalten haben, dann hätten wir die heutige Kirchenkrise nicht, meine Lieben. Es ist so, dass sich Ehe und priesterlicher Zölibat einander bedingen und einander tragen. Und deswegen verlangt das Laterankonzil, den Zölibatsbrüchen der Kleriker nicht augenzwinkernd zuzustimmen und so zu tun, als ob nichts wäre, sondern tatsächlich solche Geistliche als vitandi anzusehen, als zu meidende, die in einem offensichtlichen sakrilegischen Verhältnis leben. Das mag vielleicht für den einen oder anderen bitter sein, ist aber ein notwendiges Bekenntnis des katholischen Glaubens. Interessanterweise in unserer Zeit, wo ein mittlerweile zurückgetretener Bischof Ibi von Eisenstadt gesagt hat, man möchte doch den Pfarrern die Ehe erlauben, damit sie es leichter haben. Da kann man nur sagen, hier spricht tatsächlich zölibatäre Dummheit. Denn wenn jemand tatsächlich meint, dass es ein Familienvater heute leichter hätte, der hat von der Ehe wirklich gar keine Ahnung. Die Ehe ist keine Erleichterung des Priesterlebens. Die Ehe wäre eine wesentliche Belastung für das Priesterleben. Denn wo soll denn der Priester seine Zeit finden, das Brevier zu beten, ein geistliches Leben zu führen, seine Predigt vorbereiten, wenn er ständig sich um seine Familie kümmern müsste? Wir haben ja in der Kirche heute bei den Ostkirchen, die mit Rom uniert sind, den verheirateten Klerus. Und warum haben wir diesen verheirateten Klerus? Weil die orientalische Kirche das zweite Konzil von Trulla gefälscht hat. Kardinal Stickler hat das in seinem Büchlein nachgewiesen und er hat in einem bis dato nicht veröffentlichten Briefwechsel, der erst heuer in der Una Voce publiziert worden ist, klar und deutlich darauf hingewiesen, dass er dieses Problem des gefälschten Trullanum in seinem Buch klargelegt hat. Nämlich, es ging damals um bewusste Fälschung, dass man behauptet hat, dass die verheirateten Priester, Diakone und Subdiakone sich sehr wohl der Ehe nicht mehr enthalten müssten. Das heißt also, die Fälschung des Trullanum besteht darin zu sagen, Priester dürfen verheiratet sein und dürfen die Ehe auch ausüben. Das ist gegen die apostolische Tradition. Und am Zweiten Vatikanischen Konzil hat man aus falschen ökumenischen Rücksichten den Ostkirchen gegenüber diese Wahrheit nicht mehr auszusprechen gewagt, als man die verheirateten ständigen Diakone eingeführt hat. Wir sehen im Osten sehr wohl noch die Reste der altkirchlichen Praxis, nämlich es dürfen nur verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden, geweihte Priester, die ledig sind, dürfen aber nicht mehr heiraten. Also hier sehen wir das noch. Wenn zum Beispiel ein Priester verwitwet, darf er nicht mehr heiraten. Man hat das dann analog zu den ständigen Diakonen übernommen. Wer Diakon ist, nicht verheiratet ist, darf nicht mehr heiraten. Aber eigentlich hat man im Osten hier die altchristliche Praxis verraten und aufgegeben. Und es wird zur Begründung dieses Verrats an der apostolischen Tradition eine im Nachhinein in das Konzil von Nicäa zurückprojizierte Legende angeführt, nämlich die Legende des angeblichen Märtyrerbischofs Paphnutius, der sich dagegen gestellt hätte, den Klerikern die Ehelosigkeit aufzuerlegen. Eine Legende, die im Osten heute noch kolportiert wird, um die Fälschung des Trullanums zu rechtfertigen, die aber heute kirchengeschichtlich nicht mehr haltbar ist. Wenn man vor einiger Zeit hier auch unseren jetzigen Heiligen Vater herangezogen hat mit einem wenig glücklichen Dokument, das er 1970 als Professor, also noch mehr im Schlepptau von Rana und Konsorten war, mit unterzeichnet hat, zumindest mit seinem Namen versehen ließ, dann, sagt Kardinal Stickler, hängt es wohl damit zusammen, dass auch Kardinal Ratzinger ihm gegenüber zugegeben habe,
dass er um diese historischen Zusammenhänge nicht genau wusste. Nicht umsonst, so schreibt Kardinal Stickler hier, hat mir Kardinal Ratzinger und nicht nur er nach der Lektüre meiner Zölibatsgeschichte gesagt, dass er all dies nicht gewusst hätte und dass auch die Bischöfe es nicht wüssten. Und in diesem Zusammenhang müssen wir natürlich dann auch, oder können wir dann natürlich auch erklären, warum der Heilige Vater heute hier eine vollkommen andere Stellung einnimmt, als er es als Professor im Jahre 1970 zumindest im Schlepptau modernistischer Theologen eingenommen hat. Die Priesterehe, die sich also hier im Osten auf diese Weise in der Kirche eingeschlichen hat, und zwar die vollzogene Priesterehe, ist nicht eine Lösung für die Probleme. Wir sehen es im Osten, dass es dort andere Probleme gibt. Ein altes Sprichwort lautet: Pastors Kinder, Müllers Vieh gedeihen selten oder nie. Eine Pfarrersfamilie ist ständig auf dem Tableau einer Gemeinde. Wenn Pfarrerskinder einmal ganz normal schlimm sind, wie jedes Kind, fällt es sofort auf den Pfarrer zurück, selbstverständlich. Und es ist auf diese Weise natürlich auf den protestantischen Pfarrhäusern ein enormer sozialer Druck. In Wien hat mir ein protestantischer Superintendent einmal gesagt: Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich weiß gar nicht mehr, wohin ich meine ganzen geschiedenen Pastoren strafversetzen soll. So viele freie Pfarrer habe ich gar nicht mehr. Die Scheidungsquote bei den protestantischen Pastoren ist bei etwa 50%, also noch mehr, als es ohnehin heute schon der Fall ist. Aber natürlich, davon abgesehen, ist es so, dass wir hier nicht nur rein pragmatische Erwägungen heranziehen wollen, sondern der verheiratete protestantische Pastor ist eine logische Konsequenz aus der Leugnung des Priestertums durch Martin Luther. Dieser Heresiarch hat ja nicht nur das heilige Messopfer geleugnet, sondern selbstverständlich auch den Opferpriester. Sacerdos quia sacrificium, sagt schon der heilige Augustinus. Und in einer Religion, die kein Opfer kennt, gibt es logischerweise keinen Priester. Es gibt deswegen im Protestantismus keinen Priester. Es gibt deswegen im Islam keinen Priester. Und das jüdische Priestertum ist justament zu jenem Zeitpunkt verschwunden, als, nach der Weissagung unseres Herrn Jesus Christus, der Tempel von Jerusalem 70 nach Christus zerstört worden ist. Nun, die Zölibatskrise der Gegenwart hängt damit wesentlich zusammen, dass man im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils dem Priester seine wesentliche Aufgabe und Daseinsberechtigung genommen hat. Man hat aus dem Opfer der Heiligen Messe, das der Priester in persona Christi darbringt, eine Mahlfeier gemacht. Eine Art Erinnerung an das letzte Abendmahl, eine Art Gedächtnismahl, ein Mahl der universalen Brüderlichkeit, wie immer man das im Einzelnen bezeichnet. Und damit natürlich ist das Verständnis für die Ehelosigkeit des Priesters vollkommen geschwunden. Im Alten Testament gab es wohl nicht den Zölibat aus den eingangs genannten Gründen, aber der Opferpriester des Alten Testaments musste temporär zölibatär leben, immer dann, wenn er zum Opferdienst eingeteilt war. Das heißt, wir können das im Evangelium sehr schön lesen, bei Zacharias etwa, er hat seine Frau pro tempore verlassen, um dem Opferdienst im Tempel zu obliegen. Und während dieser Zeit musste er geschlechtlich enthaltsam leben. Und auf diese Weise hat sich sozusagen ein Dienstrat etabliert, wenn die einzelnen Lose drankamen, das Opfer im Tempel Jahwes darzubringen. Im Neuen Testament wird aber das heilige Opfer unserer Altäre täglich dargebracht. Seit der frühen Kirche etabliert sich im Westen mehr und mehr die tägliche Messfeier. Schon im 2. Jahrhundert ist sie nachweisbar in den Klöstern. Und allein daraus ergibt sich, dass der Opferpriester des Neuen Bundes dann eben
nicht nur pro tempore, sondern immer enthaltsam leben muss. Und daher erklärt sich dieser Enthaltsamkeitszölibat auch bei den verheirateten Priestern. Und daraus erklärt sich das Weiheverbot für die Gamen, also Männer, die ein zweites Mal verheiratet sind und damit zeigen, dass sie eben nicht ohne Frau enthaltsam zu leben imstande sind. Das ist die Erklärung. Und wenn man nun das heilige Messopfer leugnet, wie es Luther getan hat, ist es klar, dass es keinen Priester mehr gibt und dass der protestantische Pastor selbstverständlich verheiratet sein kann. Und nun noch ein Aspekt. Die Orthodoxie hat eine sehr strenge Praxis hinsichtlich der Heiligen Kommunion, was das Fasten anlangt. Das eucharistische Fasten ist bei uns ja heute auf eine Stunde geschrumpft. Pius XII. Hat es damals auf 3 Stunden aufgrund der Abendmessen reduziert. Früher war es ab Mitternacht. Bei den orientalischen Kirchen ist es üblich, dass ein mindestens 2-wöchiges strenges Fasten einzuhalten ist vor dem Empfang der Heiligen Kommunion und dass auch in dieser Zeit eine geschlechtliche Enthaltsamkeit von den Gläubigen verlangt wird. Das heißt, wenn dem so ist, dann kann es bei den Orientalen keine tägliche Messfeier geben. Und genau so ist es. In den Pfarrkirchen der Orthodoxen wird die heilige Messe, die göttliche Liturgie, nur Sonn- und Feiertags gefeiert. Werktagsmessen kennt man dort aus genau diesem Grunde nicht. Denn sonst müsste ja der Geistliche tatsächlich im Enthaltsamkeitszölibat leben, den man auf der Tullanischen Synode abgeschafft hat. Es ist also damit ein wesentlicher kultischer Zusammenhang zwischen zölibatär lebendem Priester und dem eucharistischen Opfer. Und wenn wir die Kirchenväter studieren, dann gibt es eine ganze Reihe von Textstellen, wo bei Johannes Chrysostomus etwa auch darauf hingewiesen wird, wenn schon für den Dienst des Alten Bundes der Priester enthaltsam leben musste, wie viel mehr gilt das erst für den neuen Bund? Der Priester soll ein alter Christus sein, ein zweiter Christus. Er soll daher die Tugenden unseres Herrn Jesus Christus nachahmen, wie es der Heilige Vater Pius XII. Im apostolischen Mahnwort über die Heiligkeit des Priesterlebens Menti Nostrae schreibt. In der Seele des Priesters muss der höchste Beweggrund der sein, in engster Verbindung mit dem göttlichen Erlöser zu leben. Und wie das priesterliche Leben von Christus ausgeht, so muss es jederzeit voll und ganz auf ihn gerichtet sein. Und daher begründet er das Zölibat. Der Priester wirkt im Bereiche des übernatürlichen Lebens, indem er es fördert und dem mystischen Leibe Christi mitteilt. Darum soll er den Dingen entsagen, die der Welt angehören, um nur an die Sache des Herrn zu denken. Da der Priester von den weltlichen Sorgen frei sein und sich ganz dem göttlichen Dienste widmen soll, hat die Kirche das Gesetz des Zölibates eingeführt, damit immer mehr zutage trete, dass er Diener Gottes und Vater der Seelen sei. Durch dieses Gesetz des Zölibats verliert der Priester nicht schlechthin die Aufgabe und Würde der Vaterschaft, im Gegenteil, sie wird ins Unermessliche gesteigert, da er ja nicht für dieses vergängliche Leben Nachkommenschaft zeugt, sondern für das unvergängliche, ewige Leben. Wachet und betet, seid immer eingedenk, dass eure Hände die heiligsten Dinge berühren und vergesst ferner nicht, dass ihr Gott geweiht seid und ihm allein dienen müsst. Schon das Kleid, das ihr tragt, ist wie eine Mahnung, nicht der Welt, sondern Gott zu leben. Bewirkt daher mit aller Anstrengung und allem Eifer, im Vertrauen auf den mütterlichen Schutz der Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, dass ihr täglich unbefleckt, makellos, rein und keusch seid, wie es sich geziemt für Christi Diener und Ausspender der Geheimnisse Gottes, zitiert Pius XII. Weiterhin das Pontifikale Romanum. Legt uns Priestern das ans Herz. Ja, meine Lieben, Priestertum und Opfer
Und damit die Lebensform des Priesters sind unzertrennlich. Und mit der Zerstörung des heiligen Messopfers und Ersetzung durch eine Mahlfeier ist damit nicht nur das priesterliche Ideal in den letzten 40 Jahren weitgehend korrumpiert worden, das Ablegen des priesterlichen Kleides, das Annehmen weltlicher Lebensformen, das Aufhören des Gebetes, der Verlust des Opfergeistes, das sich Anpassen an die Welt, das Ersetzen des Abrenuncio durch das Aggiornamento hat dazu geführt, dass die Moral im Klerus auf ein noch nie seit dem Mittelalter dagewesenes Tiefmaß herabgesunken ist. Und die christliche Ehe ist dadurch nicht gestiegen, sondern Sie wissen es selber, wie es heute in Familien ausschaut, die bereits genannte Zahl der Scheidungen im prozentuellen Anteil spricht dafür. Priesterliches Zölibat und Ehe sind wie kommunizierende Röhren, die einander bedingen. Und wo das eine fällt, steigt das andere deswegen nicht an, sondern im Gegenteil, wo der priesterliche Zölibat fällt, dort fällt auch Sitte und Moral im ehelichen Leben. Vor diesem Hintergrund ist noch ein Wort zu sagen zu den jüngst in den Medien immer wieder zur Sprache gebrachten Skandale und das von manchen unserer Bischöfen geradezu in Selbstgeißelungsmanier ständig neu aufgewärmte Thema der Missbräuche zu sagen. Man möchte manche unserer überaus bußfertigen Bischöfe, die heute ständig das Wort der Entschuldigung vor der Welt im Munde führen, fragen, warum sie eigentlich ihrer Aufgabe als Episkopus, als Aufseher, so wenig Genüge geleistet haben und Priester, die offenkundig ihr Zölibat nicht gehalten haben, nicht zur Raison brachten oder schlimmsten Fall aus dem geistlichen Stand verstießen. Man müsste sie auch fragen, was sie gegen Universitätsprofessoren getan haben, die den jungen künftigen Klerus mit allen möglichen Parolen gefüttert haben, der es geradezu unmöglich gemacht hat, in einer priesterlichen Berufung die Liebe zur vollkommenen Hingabe im zölibatären Leben zu wecken. Wenn man etwa in der Moraltheologie in den 70er, 80er Jahren behauptet hat, es gäbe keine in sich schlechten, bösen Handlungen, sondern der Mensch müsse sich ausleben, so wie er nun einmal ist, und es wäre Zeichen eines offenen Charakters, sich keinerlei Schranken und Hemmungen mehr aufzuerlegen, dann sind das die geistigen Schreibtischtäter, die eigentlich dazu den Weg bereitet haben, was es in Ausnahmefällen, muss man auch dazu sagen, im Klerus in den letzten 30 Jahren gegeben hat. Wenn wir die Kriminalstatistiken uns anschauen, und es gibt hier eine Fülle von interessanten Material, interessanterweise, dann sehen wir, dass sexueller Missbrauch keine Erfindung oder kein systemimmanentes Vorkommen im zölibatär lebenden katholischen Klerus ist. Der Erzbischof Silvano Tomasi, ständiger Beobachter des Vatikans bei den Vereinten Nationen in Genf, weist darauf hin, dass die meisten Missbrauchsfälle in den USA in protestantischen Konfessionen zu verzeichnen seien. Die entsprechenden Skandale in jüdischen Gemeinden der USA lägen im Zahlenvergleich ebenfalls über den Missbrauchsvorfällen innerhalb der katholischen Kirche. Auch nach Ansicht des deutschen Kriminalpsychiaters Hans-Ludwig Gröber, übrigens kein Katholik, zeigen die vom Spiegel veröffentlichten Zahlen, dass sexueller Missbrauch bei Mitarbeitern der katholischen Kirche sehr viel seltener vorkommt als bei anderen erwachsenen Männern. Dem Kölner Domradio sagte Gröber, die vom Spiegel ermittelten Zahlen legten nahe, dass die Geisteshaltung, in der Priester lebten, sie weitgehend davor schützt, Täter zu werden. Denn nicht zölibatär lebende Männer werden, so Gröber, mit einer 36-mal höheren Wahrscheinlichkeit zu Missbrauchstätern als katholische Priester. Das, meine Lieben, ist die Wahrheit, die uns heute von nicht-katholischen
Profanwissenschaftlern gesagt werden muss. Achten Sie einmal darauf. Wenn ein katholischer Priester einen Missbrauch begeht, dann können Sie überall lesen, katholischer Priester vergreift sich am Kind. Aber wenn ein anderer Mann dasselbe tut, dann steht dort nicht ein Lehrer, ein Bäcker, ein Fleischhauer, ein Polizist vergreift sich am Kind, sondern steht ein Mann. Auf diese Weise wird durch die Medien der Eindruck erweckt, als ob eben es dem Priestersystem immanent sei. Denken Sie an die skandalösen Zustände der links-linken Odenwaldschule, einer bundesdeutschen Erziehungskolchose, wo die Vordenker der Linken behauptet haben, dass Sexualität und Inzest mit Kindern etwas Gesundes sei, was zur Entwicklung gehört. Ein Herr Daniel Cohn-Bendit verdankt es einzig und allein seiner jüdischen Herkunft, dass er in Deutschland nicht vor den Richter gestellt wird. In Frankreich musste er seine Koffer packen, denn dort hat man nicht diesen historischen Komplex wie bei uns. In seinen Memoiren kann man es nachlesen, wie er geradezu genüsslich beschreibt, warum er sich auf einen Erzieherposten in einem Kindergarten in Frankfurt beworben hat. Die näheren Details möchte ich Ihnen aus Geschmacksgründen hier ersparen. Es ist also ein ganz anderer, sumpfiger Boden, wo diese Missbräuche hergezüchtet werden und wo sie gedeihen. Und man muss wiederum zurückkommen auf das, was ich eingangs gesagt habe. Insoweit diese Gedankenwelt in die katholische Kirche Eingang gefunden hat, hat sie natürlich auch ihre faulen Früchte mitgebracht. Und eine dieser zum Himmel stinkenden Früchte ist der Missbrauch, der natürlich auch durch die einschlägig propagierten homosexuellen Aktivisten mitverursacht wurde. Auch eine heilige Kuh, die man heute nicht mehr schlachten darf. Aber Sie wissen ja, dass die allermeisten Fälle dieser sogenannten Missbräuche an Buben begangen worden sind. Und das lässt wohl doch deutlich darauf schließen, in welchem Milieu die einschlägigen Täter damit zu suchen und auch zu finden sind. Aber wenn Rom sagt, dass man Homosexuelle nicht zu Priestern weihen darf, dann schreit die Gutmenschenszene auf. Aber wenn dann die Taten ans Licht kommen, dann ist die Kirche schuld. Ja, meine Lieben, wir müssen darauf hinweisen, eine wesentliche Grundwahrheit, ab usus non tollit usum. Der Missbrauch rechtfertigt den richtigen Gebrauch nicht. Und es ist vollkommen falsch zu behaupten, dass durch den Missbrauch der Gebrauch des Zölibats in Frage steht. Es ist vollkommen falsch zu behaupten, dass das zölibatäre Leben einen Priester sozusagen in eine Notsituation führt, die ihn damit zum sexuellen Täter machen würde. Der bereits genannte Kriminalpsychologe sagt, man wird eher vom Küssen schwanger als vom Zölibat pädophil, denn die moderne Entwicklungspsychologie weiß, dass pädophile Täter in der Regel in ihrer Kindheit entsprechende Traumata zu erleiden hatten, die sie für eine solche Handlungsweise geneigt machen. Und man findet solche Täter unter den verheirateten Männern, Gott sei es geklagt, genauso. Und Gott sei es geklagt, die meisten Missbrauchsfälle finden in den Familien statt. Und hier muss man der Ehrlichkeit halber wieder dazu sagen, in den Patchwork-Familien. Nämlich in jenen zerstörten Familienersatzlebensgemeinschaften, die die moderne demokratische Gesellschaft geschaffen hat. In der wirklichen Familie vergeht sich der Vater in der Regel nicht an seinen leiblichen Kindern. Aber natürlich, wer sexuell haltlos geworden ist, weil er mit der dritten, vierten Frau in einer Lebensabschnittspartnerschaft lebt, der vergreift sich natürlich auch an der von dieser Frau eingebrachten, nicht leiblichen Kindern. So schaut die Realität und die Wirklichkeit aus und nicht so, wie es uns hier wiederum nahegelegt wird. Der Heilige Vater hat in seinem Brief an die irische Kirche sehr klar und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wo eigentlich der wahre Grund für all diese Dinge zu suchen und zu finden ist.
In den vergangenen Dekaden hatte die Kirche in eurem Land jedoch neue und schwere Herausforderungen für den Glauben durch die rasche Transformation und Säkularisierung der irischen Gesellschaft zu bestehen. Der schnelllebige soziale Wandel hat oft genug das traditionelle Festhalten der Menschen an den katholischen Lehren und Werten beeinträchtigt. Viel zu oft wurden die sakramentalen und andächtigen Gebräuche vernachlässigt, die den Glauben erhalten und ihm erlauben zu wachsen, wie etwa die regelmäßige Beichte, das tägliche Gebet und die jährlichen Einkehrtage. Bedeutsam war während dieser Zeit ebenfalls die Tendenz vieler Priester und Ordensleute, Weisen des Denkens und der Einschätzung säkularer Realitäten ohne ausreichenden Bezug zum Evangelium zu übernehmen. Das Programm der Erneuerung, das das Zweite Vatikanische Konzil vorgelegt hat, wurde häufig falsch gelesen. Es gab im Besonderen die fehlgeleitete Tendenz, Strafen für kanonisch irreguläre Umstände zu vermeiden. In diesem Gesamtkontext müssen wir das verstörende Problem des sexuellen Missbrauchs von Kindern verstehen. Es ist also damit letztlich auf den Punkt gebracht. Der Papst sagt es etwas verklausulierter, aber im Prinzip sagt es klar und deutlich, dass es im Gefolge des Konzils die Preisgabe der priesterlichen Spiritualität, des priesterlichen Lebens gewesen ist, die eine solche schreckliche, furchtbare Entgleisung erst möglich machte. Aber auch hier gilt es selbstverständlich, wieder ad fontes zurückzukehren, das heißt also zu den Quellen des geistlichen Lebens, und nicht den Fehler zu begehen und zu sagen, naja, weil es das eben gibt, deswegen schaffen wir ganz einfach überhaupt das Zölibat ab. Nachdem hier der Papst auf das Zweite Vatikanische Konzil rekurriert hat, möchte ich Ihnen doch noch ganz kurz auch einen Text dieses Konzils zur Kenntnis bringen. Und man kann das nicht oft genug tun. Unseren heutigen modernistischen Revolutionären mit eigenen Waffen zu schlagen. Uns werfen sie vor, wir müssten das Konzil annehmen. Uns werfen sie vor, wir würden das Konzil ignorieren. Ja, wer ignoriert denn das Konzil, das die Erhaltung des lateinischen Ritus vorgeschrieben hat, das den Zölibat mit größtmöglicher Einmütigkeit festgelegt hat, in Presbyterorum Ordinis, also dem Dekret über das Priestertum, heißt es klar und deutlich, die Kirche hat die vollkommene und ständige Enthaltsamkeit um des Himmelreiches Willen, die von Christus dem Herrn empfohlen, in allen Jahrhunderten bis heute von nicht wenigen Gläubigen gern angenommen und lobenswert geübt worden ist, besonders im Hinblick auf das priesterliche Leben, immer hoch eingeschätzt. Ist jedoch ein Zeichen und zugleich ein Antrieb der Hirtenliebe und ein besonderer Quell geistlicher Fruchtbarkeit in der Welt. Wenn diese heilige Synode den kirchlichen Zölibat empfiehlt, will sie und so weiter, nicht Ostkirchen, ja. Zölibat ist in vielfacher Hinsicht dem Priestertum angemessen. Die priesterliche Sendung ist nämlich gänzlich dem Dienst an der neuen Menschheit geweiht, die Christus, der Überwinder des Todes, durch seinen Geist in der Welt erweckt, ihren Ursprung nicht aus dem Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches, noch aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott hat. Durch die Jungfräulichkeit und die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen werden die Priester in neuer und vorzüglicher Weise Christus geweiht. Sie hangen ihm leichter, ungeteilten Herzens an. Der so im Geheimnis Christi und seiner Sendung begründete Zölibat wurde zunächst den Priestern empfohlen und schließlich in der lateinischen Kirche allen, die die heilige Weihe empfangen sollten, als Gesetz auferlegt. Und das ist der Fehler, den Kardinal Stickler hier klar und deutlich benannt hat, der ins Konzil eingegangen ist aufgrund der Ignoranz der Bischöfe. Er wurde nicht einmal auferlegt, sondern er war immer da. Und wenn man Zölibatsforschung betreibt, und ein Datum eruieren will, wann wäre denn das dann zum Gesetz erhoben worden? Da
dann kommt man immer wieder auf das zurück, was ich Ihnen eingangs gesagt habe, dass man irgendwann einmal verboten hat, verheiratete Männer zu Priestern zu weihen, denen aber es immer schon verboten war, von ihrer Ehe Gebrauch zu machen. Insofern ist hier in diesem bekanntermaßen ja nicht dogmatischen Konzil ganz einfach ein Irrtum vorhanden, der vor der modernen Zölibatsforschung als solches nicht mehr bestehen kann. Ja, meine lieben Zuhörer, jetzt habe ich Ihre Geduld sehr lange auf die Probe gestellt und ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie so lange ausgehalten haben und mir zugehört haben. Ich möchte noch einmal schließen mit einem Wort, das Pius XI. In seiner Enzyklika Ad Catholici Sacerdoti über das Priestertum geschrieben hat. Die Feinde der Kirche kennen sehr wohl die lebenswichtige Bedeutung des Priestertums. Richten Sie doch Ihre Angriffe vor allem gegen das Priestertum, um es zu beseitigen und sich dadurch den Weg zu bahnen zu der immer ersehnten, aber nie erreichten Vernichtung der Kirche selbst. Schließlich zeigen in ihrer Weise selbst die Feinde der Kirche, wie wir eingangs andeuteten, dass sie die ganze Würde und Bedeutung des katholischen Priestertums fühlen. Denn immer richten sie gegen dieses ihre ersten und leidenschaftlichsten Angriffe. Wissen Sie doch recht wohl, wie innig das Band zwischen der Kirche und ihren Priestern ist. Am erbittertsten hassen heute das katholische Priestertum die, welche Gott hassen. Ein Ehrentitel, der das Priestertum nur noch mehr der Achtung und Verehrung würdig macht. Mit diesem Gedanken des großen 11. Pius möchte ich meine Ausführungen schließen und ich hoffe, es ist Ihnen ein bisschen aufgegangen, dass es beim Zölibat nicht um irgendein Orchideenthema in der Kirche geht oder nicht nur um ein Thema, das nur uns Priester anlangt, sondern es ist ein Thema, das die ganze heilige katholische Kirche anlangt. Lassen Sie sich nicht beirren, lassen Sie sich von niemandem ein X für ein U vormachen, sondern halten Sie fest an den apostolischen Glaubensgrundsätzen, die uns auch in diesem Punkt überliefert worden sind und von denen der heilige Vinzenz von Lerin sagt, wir wollen das festhalten, was von allen immer überall geglaubt und festgehalten worden ist. Diesen Glauben wollen wir mit der Gnade Gottes leben und sterben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.